So, liebe Ramschler TV-Zuschauer, ich befinde mich mal wieder im Haus des Bürgers in Ramschler-Miesenbach. Diesmal heute am Sonntag, dem 15. Januar 2017, mit dem Symphonieorchester aus dem Landkreis Kaiserslautern im Interview mit dem Dirigent Christian Weidt. Bitte sehr. Herzlich willkommen zu Ramschler TV. Sie sind heute mit Ihrem Symphonieorchester zum vierten Mal hier in Ramschler-Miesenbach im Haus des Bürgers zum Neujahrskonzert 2017. Was für eine Bedeutung hat das für Sie und Ihr Team? Die Bedeutung ist in den letzten Jahren immer mehr gewachsen, weil es unser erstes Konzert im Jahr ist. Wir hatten unser letztes Konzert im November und haben dann innerhalb der kurzen Probenphase vor den Weihnachtsferien noch das neue Programm begonnen und jetzt in der Intensivphase nach dem Jahreswechsel wieder aufgegriffen. Und damit startet unser Jahr, damit beginnt unsere Konzertsaison sozusagen. Super. Sie haben auch einen neuen Solisten mitgebracht, hier nach Ramschler-Miesenbach. Wer ist das überhaupt und auf wen darf sich das Publikum hier sich freuen? Ja, das Publikum kann sich heute auf einen ganz tollen Tenor freuen. Eric Laporte ist Kanadier und seit 15 Jahren aber auf den deutschen, französischen und österreichischen Bühnen unterwegs. Momentan ist er also seit einigen Jahren schon freischaffend und wird von Theatern immer eingekauft. Ganz viel in Ulm, da habe ich ihn gehört. Und auch dann sofort gefragt, ob er mitkommen kann. Und er war lange Zeit auch in Linz und in Bonn am Theater gewesen. Also er ist viel unterwegs und wir sind froh, dass er heute da ist und diese wunderbaren Arien mit uns musiziert. Das Jahr 2017 ist schon im Gange. Was wünschen Sie sich und Ihrem Orchesterteam für 2017 eigentlich? Also wir wünschen uns eigentlich immer wieder schöne Konzerte und die Möglichkeiten, diese Konzerte auch präsentieren zu können. Wir haben jetzt eine Reihe in Kaiserslautern, wo wir mit dabei sind, wieder in sonntags um 5 bei den Programmen. Da sind wir dann im Juni dabei und dann sind wir natürlich im Landkreis immer wieder zu hören. Dann haben wir 2 Chorprojekte dieses Jahr, wo wir mit dabei sein werden. Und ja, das ganze Jahr verspricht eigentlich schon, dass wir Anfragen haben bis ins späte Jahr hinein und teilweise sogar bis in April 2018 gehen jetzt die Anfragen. Und ich wünsche mir, dass wir jedes dieser Konzerte so gemeinsam musizieren können und genießen können, wie wir es jetzt auch bei diesem Konzert tun werden. Das hoffen wir natürlich alle sehr. Noch ganz kurz eine Abschlussfrage. Wie viel Verantwortung hat man, sieht es ja auch als Zuschauer, wie viel Verantwortung hat man als Dirigent für so ein großes Orchester? Also letztendlich obliegt die musikalische Verantwortung natürlich in den Händen. Bei diesen Konzerten ist es auch so, dass ich das Programm auswähle und gestalte. Und da geht man natürlich auf verschiedene Sachen ein. Auf das, was das Orchester auch spielen möchte, auf das, was das Publikum auch hören möchte, was zum Anlass passt. Nächstes Jahr wollen wir uns daran versuchen, hier in Ramstein auch ein bisschen mehr Sinfonik mit reinzubringen am Neujahrskonzert. Und das war ein Wunsch des Orchesters und dann hat man auch die Verantwortung als Dirigent, diesen Wünschen möglichst auch gerecht zu werden. Super, dann wünsche ich Ihnen und Ihrem Symphonieorchester aus dem Landkreis Kaiserslautern eine schöne Veranstaltung hier im Haus des Bürgers und... So, jetzt wollen wir uns natürlich auch einen kleinen Eindruck verschaffen, wie das Symphonieorchester aus dem Landkreis Kaiserslautern so spielt. Dafür müssen wir jetzt ein bisschen leise sein, denn die spielen schon. Komm, wir schauen uns mal ein bisschen was an. Wer diese tolle Musik verpasst hat, der ist selber schuld. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal mit Ramschler TV.